Servus und herzlich willkommen hier auf dem Circuit des Solda in Race Room Racing Experience. Wir werden heute hier ein kleines Multiclass-Rennen fahren und zwar einerseits, wie wir hier schon rausfahren sehen, die ADAC GT Masters mit unter anderem den UFO, was hier gerade vorbeifährt. Der Iron Force, dann ist hier natürlich mit dabei, Montabas bei Land. Und hier hinten sehen wir schon anfahren den KTM Crossport. Und es wird, wie gesagt, ein Multiclass-Rennen, GT3 und GT4. Hier sehen wir schon die KTMs rausfahren. Wir sitzen ebenso in einem KTM. Es ist aber auch noch ein Lotus mit dabei. Es ist ein Porsche Cayman mit dabei. Aber es sind halt auch die komplette Regatta der ADAC GT Masters hier mit am Start. Vielleicht nicht alle Autos. Oder halt nicht alle Lackierungen, aber jedes Auto der ADAC GT Masters ist definitiv hier mit dabei. Wir werden das Ganze mal hier ein bisschen vergrößern. Also das hier ist unser Auto. Ich habe aber aktuell keine Free-Camera, die ich nutzen könnte. Also die Nummer 74 fahren wir. Hier einen wunderschönen KTM GT4. Wir können ja mal kurz hier mit auf die Strecke gehen und mal so ein bisschen die Verfolgungskamera von Frank Stippler eingeschaltet lassen, oder gehen wir mal ins Cockpit vom GT3-Piloten. Ja, sag er mal. Oder wir nehmen die hier. Können wir aber schauen, ob wir eventuell hier sogar ein KTM finden. Das sind wir, den brauchen wir natürlich nicht. Hier haben wir einen. Die Nummer 172 von Ferdinand Stuck, der Sohn von Striezel Stuck. Ja, der sitzt ebenso auf dem Auto. Und das Training dauert nicht lange. Ich glaube, wir können das Ganze auch dementsprechend überspringen und gleich weitergehen. Genau, Durchgang beenden. Übrige Zeit 30 Sekunden, das ist nicht mehr viel. Und ja, dann geht schon rein ins Quali. Wir werden auch kurz beim Fahrzeugsetup reinschauen. Hier einen Klick mehr. Wir fahren 20 Minuten, das heißt spritmäßig. Ja, 1,40 fahren wir. Spritmäßig für 15 Runden, dann haben wir eigentlich genügend mit dabei. Mehr wie 15 Minuten haben wir definitiv nicht, ansonsten würde ich mal alles soweit lassen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Ich ziehe mir die Rennhandschuhe an und dann geht es gleich mal raus hier ins Qualifying. Wie gesagt, Qualifying 5 Minuten, das ist nicht viel. Und dann geht's rein. So, Speedlimiter ist drin. Und es macht extrem viel Laune hier auf dem Track mit dem KTM. Also das kann ich euch schon mal sagen. Das ist richtig geil. So, ich habe jetzt die KI-Schwierigkeit einfach mal auf 100 eingestellt. Ich weiß nicht, ob das hier zu viel oder zu wenig ist. Das müssen wir jetzt einfach bei dem Rennen jetzt ausfinden. Vorher mit der adaptiven KI war ich 4 Sekunden schneller, also die habe ich gleich mal wieder ausgeschaltet. Ich finde die Strecke einfach geil, die macht Laune. Die ist eng, die ist klein, hat aber trotzdem irgendwo noch Auslaufzonen. So, eine Runde können wir danach noch fahren. Aktuell hat noch keiner in der GT4-Klasse eine Zeit gesetzt.
Wir haben auch noch schön freie Fahrt, das ist auch super. Und da hinten kommen schon wieder GT3 angerast. Zu GT3s könnt ihr auch gerne mal das Quali gleich mal zunichte machen. Wenn die auf einer blöden Stelle versuchen zu überholen. Jetzt wird er normalerweise vorbeigehen. Ohne große Probleme. Und da haben wir fast einen GT3 abgeschossen. Das ist der letzte Schuss, den wir haben. Die Reifen sind dreckig. Diese Runde ungültig. Okay. Wir haben keine Zeit in Qualifying setzen können. Das ist sehr suboptimal. Das heißt, wir müssen uns hier durchkämpfen. Aber da sehen wir gleich mal, wie stark jetzt die 100er KI im Verhältnis zu meiner Fahrperformance so ist. Ja, servus, grüß dich. Aber der Crossbow GT4 macht richtig Laune zu fahren, also ich freue mich ja schon länger auf das Auto. Hab das gar nicht mitbekommen, dass es jetzt in Race Room reingekommen ist. Voll am Stempel hier durch, das geht sich aus. Hier bei 100 Meter hart in die Eisen. Ja, geschafft. Aber geschafft haben wir hier keine ordentliche Qualifikation, das muss man auch dazu sagen. Das ist an sich die komplette Qualifikationsliste. Inje Dantje ist auch mit am Start. Und ja, das ist eben Klasse B Qualifikation und da sind zwei Lotus vor Porsche und KTM. Wir stehen an der 13. Stelle, an der letzten. Und da würde ich sagen, geht's gleich rein ins Rennen. Wir schauen noch kurz hier auf Fahrzeugsetup. Können wir hier die Reifen umstellen? Gibt es da andere? Vorne, hinten, Reifenmischung gibt es sowieso nur hart. Okay. Dann würde ich sagen, 15 Runden müssten reichen. Dann legen wir gleich mal los hier. Das ist die Startaufstellung. Zöckling, ein Österreicher, das ist ja mal schön. Vor Salacquada. Auf der 2, auf der 3 Max Hofer, wiederum Österreicher, auf der 4 Assenheimer, auf der 5 Barth, auf der 6 Pommer, auf der 7 Kirchhöfer, 8 Rogivu, 9 Dennis, 10 Stolz, 11 Schramm, 12 Jensen, 13 Bernhard, 14 Tontje, 15 Marshall, 16 Feller, 18 Ortmann, 17 Ortmann, 18 Delena, 19 Lips, 20 Zölling, 21 Schmidt, 22 Renauer, 23 Van der Linde, 24 Dunio, 25 Sloten, 26 Björk, 27 Yusuf, 28 Halliday, dann auf der 29 Dresza, 30 Euser, 31 Udell, 32 Wood, 33 Mazzatis,
34 Stuck, 35 Willy, 36 Schramm, 37 Dremoulet und auf 38 stehen wir. Und dann würde ich sagen, setzen wir gleich mal hier das Ganze fort. Dann geht's rein in den fliegenden Start. Und dann versuchen wir hier unser Bestes. So, jetzt habe ich die Kontrolle. Ja, komm. Ja, moin. Neustart. Was hat da eigentlich? Nee, da stehen die Qualizeiten nicht dabei. Ich bin auch gewesen, was der schnellste aus unserer Gruppe hier gefahren wäre. Wir müssen schauen, dass wir jetzt relativ schnell hier an Dremoulier vorbeikommen, weil der Typ hat ein bisschen Traktionsprobleme. Aktuell schaue ich mir das Ganze noch so ein bisschen von hinten an, wir haben ja 20 Minuten. Die Caymans generell viel mit Übersteuern zu kämpfen. So, hier außen mal ein Auto geholt, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Da hängen wir im Heck von Cayman. Der ist aber schneller wie wir. Boah, Kollege! So, jetzt heißt sie wieder aufschließen. Was halt immer noch so ein bisschen beim ADAC GT Masters fehlt, sind halt die Italiener. Also die Ferrari, Lamborghini, die sind halt immer noch nicht mit dabei. .45, okay, das passt, die sind also auf meinem Niveau.
Und wir sind aktuell wieder ein bisschen schneller. Da treibt es uns nach draußen. Das ist wieder die Chance für den Cayman. Okay, der Lotus ist hinter mir. Da haben wir uns also auf Rang 10 vorgekämpft. Und den auch schon wieder verloren. Ich weiß gar nicht, wie es im Delta aussieht. Also es wird auf jeden Fall eine 42er, wenn nicht sogar eine 41er Zeit. Es war ziemlich hart rangebremst. Eine 42,3. Ich würde sagen, die KI passt sogar relativ gut von der Schwierigkeit her. Dann sind wir halt aus in der nächsten Kurve. Und da verlieren wir wieder. Mist.
Du musst dich halt, wenn du dich neben ihn setzt in der Kurve 1, musst du auch vorbeikommen, ansonsten hast du halt Probleme, dass du die Position beendest. Oder halt, dass du die Position gewinnst, so. Im Zweikampf kann, oder in einem Dreikampf kann es sogar sein, dass du dann die Position verlierst. Mal schauen, ob sich noch die GT3 einmischt, aber ich glaube schon. Ich glaube, das wird sich ausgehen. Und sind wir wieder für einen Angriff zu weit weg. Ich glaube, ich habe einfach viel zu viel Sprit mitgenommen. Das war jetzt innen, aber auch bei der Schikane extrem optimistisch drüber gefahren. Boah, für lauter Traktionskontrolle einen Versuch einzustellen. Es tut mir jetzt leid für den Lotus-Fahrer, für Willy. Das war jetzt natürlich nicht gewollt. Oh, und ich merke den Schaden. Und bis das wir jetzt auf Stuck wieder aufgeschlossen haben, dauert's.
Nur 3,7 Sekunden noch auf Stuck. Komma 6 Sekunden ohne, was ich aufholen wird halt zu wenig sein. Oh, hier wäre ich jetzt aber gut aufgeholt. Also es geht auf jeden Fall noch 2 Runden. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal einen Angriff setzen können. Oh, ein harter Fight hier. Oh, nochmal vorbei an zwei. Da hinten kommen jetzt die GT3s. So, die haben jetzt natürlich hier eine Kluft reingerissen.
Boah, Kollege, ich bin neben dir in der Schikane. So, Rang 7. Lassen wir ihn auch durch, den Sebastian Asch. Und da haben wir die karierte Flagge, das ist Rang 7. Ne, doch noch nicht. Wir haben noch eine Runde. Der ist aber mit Sicherheit schon in der Outlap, sonst würde ich hier nicht an den GT3 rankommen. So, und das ist Platz 7. Frank Stippler hat das Ganze gewonnen. Auf jeden Fall Gratulation an Frank. Das ist der Klasse A Rennsieger. Und wer ist der Klasse B Rennsieger? Ist O Yusuf im Toyota. Im Lotus, so. Audi und Lotus haben das Ganze hier gewonnen. Wie sieht es an sich aus? In der Klasse A hat eben Nisala Quade hat gewonnen. Ja, wir konnten uns immerhin auf Rang 7 vorarbeiten, sind zweitbester KTM geworden, haben aber trotzdem 20 Sekunden Rückstand auf Yusuf, also der Typ ist auf jeden Fall eine gute Speed gegangen. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die jetzt hier mit zugesehen haben, freut mich natürlich, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in einem Video. Bis dorthin, ciao Leute.